Hi, seid gegrüßt zu einem neuen Video von 1-2-Wochenenden.de. Noch befinde ich mich hier im Jutenhotel in Heilbronn in einer Suite. Und die ist wirklich richtig geil, die haben wir kostenlos als Upgrade bekommen. Aber deswegen sind wir nicht hier, denn heute geht's in die Experimenta hier in Heilbronn. Und da nehmen wir euch natürlich mit. Bis gleich. Jetzt sind wir hier in der Experimenta und das Tolle ist, man kann ganz viele Sachen selbst erleben und mitmachen und mit diesem Armband hier kann man überall an Stationen gehen und sogar Selfies machen. Richtig geile Idee. Die Experimenta bietet euch auf 25.000 Quadratmeter und 275 interaktive Exponate an, die ihr alles selbst ausprobieren könnt. Weiterhin findet ihr hier 4 Kreativstudios und 9 Labore vor. Dies alles ist so umfangreich, dass ihr selbst an besucherschwachen Tagen es kaum schaffen werdet, alle Experimente an einem Tag durchzuführen. Auf jeden Fall solltet ihr euch mit eurem Eintrittsarmband an einem der Terminals registrieren und somit erhaltet ihr euren virtuellen Rucksack. Darin werden alle Experimente gespeichert, die ihr selbst erlebt habt, sofern ihr euer Armband davor haltet, und auch Bilder und Videos könnt ihr später von zu Hause aus ganz problemlos downloaden. Was würden deine Freunde über dich sagen? Sie schätzen, dass ich recht anspruchslos bin. Jetzt verrate ich dir, wer ich bin. Schau an die Decke. Grüß Gott, ich bin eine Dattelpalme. Ich kann dir leckere Früchte bieten. Experimenten kann man hier auch noch in den Science Dome gehen und da kann man verschiedene Filme anschauen. Wir werden jetzt Am Limit anschauen. Ich war am Limit. Wir verlassen nun die Themenwelt Stoffwechsel und besuchen das erste Kreativstudio. Ob 3D-Brille, selbst erstellte Fotos, Nähsachen oder Gebilde aus Strohhalm. Hier kann jeder kreativ werden. Gleich im nächsten Kreativstudio könnt ihr auch euer Musikgenie beweisen. Und wir konnten unser Maskottchen Max zum Leben erwecken. Zugegeben, es sieht total bescheuert aus, wahrscheinlich. Ich sehe mich Gott sei Dank zum Glück nicht. Aber wir werden jetzt hier mit diesen Brillen, das unterschiedliche, hier diesen Parcours hinter mir laufen und mal gucken, wie wir es hinbekommen. Das sieht zwar affig aus, aber es funktioniert. Da hat man sich so ein bisschen leicht betrunken, aber ansonsten. In der nächsten Themenwelt Kopfsachen müsst ihr Aufgaben per SMS-Antworten lösen, mit Brillen einen Parcours meistern oder ihr versucht euch in einem deutschen Dialekt. Ich habe zumindest für mich herausgefunden, dass ich einfach kein Schwäbisch kann. Ich immer, oh halte, hinkifft von mit der rechten Hand nach hinten in der abgewendete Hift, no lange, dann nur hat du hättest Revolver. Ich weiß, wer du bist. Thank you.
Fallschirmfliegen geht ja auch. Das ist super bequem hier. Und eigentlich will ich gar nicht wieder aufstehen. Du bist halt erstmal geflogen. Von der zweiten Etage mit der Themenwelt Kopfsachen geht es nun weiter auf die dritte Etage. Thema hier, Weltblick. Auch hier ist wieder Geschwindigkeit gefragt, aber auch weitere kreative Experimente und auch Hologramme lassen sich hier erstellen. Ich versuche, um herauszufinden, nach welcher Regel ich spiele. Die letzte Etage, Nummer 4, das Forscherland. Hier würde für uns die Zeit etwas knapp, leider. Hier findet ihr eine Wasserwelt mit Schleusen vor oder auch Raketen könnt ihr basteln und anschließend in die Luft schießen. Auf dem Dach, wo sich auch noch eine Sternwarte befindet, genießen wir zum Abschluss noch einmal kurz den Ausblick über Heilbronn, bevor es wieder nach Hause geht. So, das war es, die Experimente in Heilbronn. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie uns. Und ihr könnt ja sehen, da gibt es einige Sachen, die man kostenlos machen kann und sogar mitnehmen. Also hier 3D-Stereoskop mit Trinkhalme, so Gebilde basteln, eigene Bilder und noch viel mehr, die hier in der Tasche sind. Kann man nur empfehlen. Das Einzige, was nicht so schön war, war der Science Dome, zumindest der Film. Das war der Film Limit. Da war es sehr, sehr enttäuschend. Aber ansonsten richtig geil und auf jeden Fall lohnenswert. Also habt viel Spaß in Experimenta. Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut.